Hallo, liebe Wienerdecker. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich hier etwas kopflos mit meinem Buch durch die Innenstadtgassen gehe. Nun, ich bin auf der Suche nach Harry Potter. Und ich hoffe, dass das Buch mir dabei hilft. Ich habe nämlich gehört, dass er hier in der schönen Laterngasse in Wien irgendwo seine Spuren hinterlassen hat. Übrigens, wisst ihr, warum die schöne Laterngasse eigentlich schöne Laterngasse heißt? Ganz genau, wegen der schönen Laterne, die ihr hier direkt hinter mir seht. Sie erinnert uns daran, dass es bis zur Zeit von Maria Theresia in Wien keine fixen Hausnummern gab, sondern Hauszeichen angebracht wurden, um die Häuser besser voneinander unterscheiden zu können. Also das hier hinter mir zum Beispiel, das war das Haus zur schönen Laterne. Oh, und schaut mal hier das Haus direkt gegenüber. Da gibt es auch so ein Hauszeichen. Vielleicht führt uns das ja auf die Fährte von Harry Potter. Ja, ich weiß schon wieder. Dieses Hauszeichen und die Wandmalerei erinnern uns daran, dass hier bei der schönen Laterngasse 7 vor mehr als 800 Jahren ein grässliches Wesen in einem Hausbrunnen gelebt haben soll. Seinerzeit lebte hier der Bäckermeister Martin Garhiebel. Und eines Tages, als seine Magd gerade Wasser vom Hausbrunnen holen wollte, ließ diese plötzlich einen fürchterlichen Schreckensschrei los. Wah! Sie habe da drinnen etwas merkwürdiges Glitzern gesehen, das noch dazu einen furchtbaren Gestank hatte. Gott sei Dank gab es einen sehr mutigen Lehrjungen, der sich den Brunnen hinabließ, um zu schauen, was dort unten war. Und er berichtete, dass er dort unten ein Tier, ein hässliches Tier gesehen haben soll. Ja, er sagte, dass dieses Tier so aussehen würde, als wäre es eine Mischung zwischen einem Hahn und einer Kröte. Kurz darauf kam ein gelehrter Doktor herbei und er erklärte, dass es sich bei diesem Wesen wohl um eines jener sehr seltenen, dafür umso gefährlicheren Tiere handeln musste, das aus einem Hühnerei geschlüpft, aber von einer Kröte ausgebrütet worden war. Er sagte, dieses Tier habe einen hochgiftigen Atem und vor allem sehr, sehr gefährliche Augen, denn man müsse dem Tier nur in die Augen blicken und schon sei man tot. Ja, und der Doktor, er hatte auch einen Namen für dieses Wesen. Er sagte, es sei ein Basilisk. Ein Basilisk? Aber wartet mal, das kommt mir doch bekannt vor. Der Basilisk schlängelte auf Harry zu. Er konnte seinen schweren Körper über den staubigen Boden gleiten. Habe ich's doch gewusst. In der zweiten Episode von Harry Potter, die Kammer des Schreckens, taucht ebenfalls ein Basilisk auf. Bei Harry sieht der Basilisk zwar nicht aus wie eine Mischung aus einem Hahn und einer Kröte, sondern eher wie eine riesengroße Schlange. Ansonsten gibt es aber so einige Ähnlichkeiten zwischen dem Basilisken von Harry Potter und dem Basilisken von Wien. Auch bei Harry Potter zum Beispiel schlüpft der Basilisk aus einem Hühnerei, das zuvor von einer Kröte ausgebrütet worden war. Und auch bei Harry Potter sind die gefährlichsten Waffen eines Basilisken seine Augen, die durch einen bloßen Blick tödlich sein können. Ein wirklich, wirklich fürchterliches Tier. Ihr fragt euch vielleicht, ob und wie es Harry Potter jemals gelingen konnte, den Basilisken zu besiegen. Nun, wenn ihr das wissen wollt, müsst ihr wohl, so wie ich, einfach dieses Buch weiterlesen. Oh, wenn ihr wissen wollt, ob und wie der Basilisk von Wien hier in der schönen Laterngasse jemals besiegt werden konnte, dann müsst ihr einfach mitkommen bei meiner nächsten Kinder- und Familientour. Da gibt es dann übrigens noch ganz viele andere unheimliche Wesen und geheimnisvolle Legenden der Stadt zu entdecken. Also, bis dahin, alles Gute und schaut genauer hin.